Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhause? Ich bin da unterwegs auf meiner Weide. Morgens um 7, da sieht man das. Morgens um 7. ich spritze da mit dem Einzelstockgerät Placken. Ich habe vorgängig gestern die großen mit dem alten Plackeneisen rausgenommen und die kleinen Placken ohne Samen marschiere ich jetzt da die Weide ab und spritze alle die kleinen Placken, die ich da noch finde. Ich mache da eine Aktion, war unbedingt nötig. Hier das Mittel, dann den Schlauch und dann wie eine Spritze. Die dosiert mir die Menge, die ich da der Pflanze spritze. Da wird nur die Placke, nimmt das Mittel auf, das Gras wird geschont, also es ist nicht wie bei einem Röntgen-Einsatz, wo alles weg ist. Das ist das Gute daran. Jawohl. Hier, mein schöner Galloway-Stier. Wie geht's ihm da? Wie geht's ihm da? Ja. Burschli, geht's gut? Ihr kommt da schauen, was da geht in der Weide. He? Sind da noch mehr Interessiertes, was da abgeht? Ja, mit der Einzelstockbehandlung ist man sehr schnell und man kann sicher sein, dass diese Placke, dieser Ampfer nicht mehr wächst, nicht mehr kommt. Die Schwierigkeit ist ja mit dem alten Plackeneisen, wenn ich da die Placken raussteche, bleibt viel oder meistens ein Stück Wurzel im Boden. Speziell jetzt, die trockene Witterung ist eigentlich nicht ganz so günstig, um Placken zu stechen, aber mit der Einzelstockbehandlung bin ich sicher, die kommt nicht mehr und man ist sehr schnell in kurzer Zeit sehr viele Placken Ampfer gespritzt. Ja, ich bin froh, ihr seht da im Hintergrund saftig grün. Ich habe da noch eine Weide, die was hergibt. Im Hintergrund ist alles abgefressen. Und bei dieser Trockenheit wächst auch nicht viel. Jetzt habe ich da noch eine gute Weide. Da können meine Galloway noch recht lange fressen. Und dann hat es sicher wieder mal geregnet. Und hier vorne wächst auch wieder besser. Ja, es gab einmal eine Zeit, da habe ich dieses Land unter dem Pflug gehabt. Habe da Weizen, Gerste, Raps produziert in Hanglage.